Boah, ist das ein herrlicher Duft da. Was, du magst es. Und da, meine Zyklamen, meine Lieblinge. Ah, die duften. Das ist ein richtiger Wald. Ja, so stellen wir das vor. Bei so einem Spaziergang durch den Wald geht es nach so. Da kommen mir die besten Ideen. Zum Beispiel für ein neues Buch. Oder wie man zu Hause das Haus gestaltet. Ich überlege nämlich, ob ich nicht ein neues Gartenhaus errichte. Und da im Wald, da ist ja der Rohstoff für den Bau so eines Hauses. Ich bin nicht alleine unterwegs. Da hinten ist er, den besuche ich jetzt, den Joachim Eigner. Der wird passen. Der passt? Der passt, ja. Du, das ist eigentlich ein Traumjob, den du hast. In so einem herrlichen Wald spazieren gehen und Baum aussuchen. Ja, wenn es nur spazieren gehen wäre, ne? Das ist richtig, ja. Wie alt ist der Baum? Ich schätze nur auf 80 bis 100 Jahre wird der einen Buckel haben. Und der wäre ideal für so ein Holzhaus? Der wäre ideal, ja. Er hat das richtige Alter, er ist schön gerade gewachsen, ne? Und wäre heuer zum Ernten sicher ideal. So, wir haben jetzt den Spätsommer. Wann schneidet es den Baum? Bei uns ist ausschließlich wintergeschlagenes Holz in Vorarbeitung. Das heißt, irgendwann einmal ab Mitte, Ende Oktober bis in den Winter rein will der geerntet werden. Joachim, wer interessiert sich eigentlich für Holzhäuser? Gibt es so bestimmte Leute, die besonders dieses gesunde Wohnen lieben? Eigentlich kaufen alle Leute Holzhäuser. Wir haben vor kurzem ein Auszugshaus für einen 70-jährigen Bauern fertiggestellt. Gerade nächste Woche fangen wir an mit einem Umbau von einem Haus für eine junge Familie mit zwei Kindern. Und wir merken halt einen Trend, dass junge Familien Wert auf gesundes, naturnahes Wohnen legen. Das ist so gut, der Geruch allein in so einem Haus. Ja, wenn es dich interessiert, dann sage ich das. Schauen wir uns das an. Ja? Ja. So. Herrlich die Gegend da. Und egal wohin man schaut, überall stehen Häuser von euch. Ihr seid ja eigentlich so aus der Region für die Region, sehr verbunden mit der Gegend. Das ist richtig, ja. Wir legen sehr viel Wert auf das, dass wir sehr stark verwurzelt sind bei uns in der Heimat, bei uns im Steiertal. Das ist uns auch sehr viel wert. Und wie man bei dem Projekt da hinten sieht, diese Almhütte, die wir da bauen haben dürfen, das ist das Holz aus dem Revier, wo man da gerade rausgeschaut hast, von da kommen die Bäume. Ne? Wie viel sind da ungefähr verwendet worden, Bäume? Zwischen 30 und 35 werden das gewesen sein. So viel braucht man da. Mhm. Ja. Aber es gibt nur einige. Es sind nur ein paar da, ja. Also für einige Projekte noch. Wir haben nur Platz für mehr, ja. Schau mal. Almhütte ist es überhaupt keine und auch kein finnisches oder kanadisches Blockhaus, sondern das ist das Traumhaus der Familie Leimer. Seit 13 Jahren leben die da herinnen und jetzt darf ich schon sagen, ich glaube, ihr fühlt euch ziemlich sauwohl da. Ja, wir fühlen sich sauwohl. Warum eigentlich? Was ist das Wohlfühlgefühl bei so einem Wohnhaus aus Holz? Es ist ein anderes Gefühl, in einem Holzhaus zu leben. Also wir wollten ja immer schon ein Holzhaus, weil mein Mann ist Förster. Und das Raumklima ist ein besseres. Also wir haben auch herunten zwar ein Mauerwerk, aber durch die Holztramdecke ist ja so ein gutes Raumklima im Haus. Das wird uns auch immer wieder bestätigt von Besuchern, die bei uns sind, die immer sagen, bei euch ist es anders, bei euch fühlt man sich einfach wohl. Es ist so gemütlich hier durch das viele Holz. Also wir haben auch oben den Block innen sichtbar gelassen und eben außen isoliert und eine Schalung draufgegeben. Und auch das Schlafen im Holzraum ist etwas Besonderes. Wie schaut das eigentlich finanziell aus, der Vergleich, ein konventionelles Haus aus Ziegelbauweise im Vergleich zu einem Holzhaus? Du kannst davon ausgehen, dass das in etwa gleich ist. Natürlich den Mehrwert an Wohnqualität, den uns die Martina so eindrucksvoll erklärt hat, den liefern wir dir gratis mit. Holzbau ist nicht gleich Holzbau. Das hier zum Beispiel ist der größte Holzatriumbau in Österreichs und auch der trägt die Handschrift vom Holzbau Eigner. Und da drinnen arbeiten schon seit mehr als 10 Jahren die Mitarbeiter des Nationalparkzentrum Molln.
Wie fühlt sich hier? Der Franz Sicherheitsleiter ist der Marketingleiter. Wie geht es euch da drinnen? Ja, sehr gut. Wir fühlen uns sauwohl. Nach 12 Jahren gingen wir genauso gern arbeiten wie am ersten Tag. Die Mitarbeiter können gut arbeiten. Es herrscht ein tolles Klima. Und warum habt ihr hier gerade für Holz entschieden? Naja, wir sind ja ein Waldnationalpark, leben in einer Nationalparkregion und setzen daher auf nachhaltige Produkte aus der Region und wir leben und arbeiten damit. Schauen wir uns das an? Bitte gern, komm. Ich finde es so angenehm, den Duft da herinnen in dem Haus. Ja, das ist einfach das Holz, das hat einfach die notwendige Würze. Aber beim Holz ist uns wichtig, dass es ein CO2-neutraler Werkstoff ist. Und wir wollen als Nationalparkverwaltung natürlich keinen ökologischen Fußabdruck, keinen großen hinterlassen. Und darum ist uns das da wichtig. Überlieferte Handwerkskunst und modernes Architekturerlebnis, das findet man da in diesem Raum. Aber nicht nur das, sondern auch ein unglaubliches Klangerlebnis. Da kommen ja im Rahmen des Kalkalpen Kammermusikfestivals Europas beste Kammermusikensembles her und die sind begeistert von dieser Akustik. Und das ist der Grund, warum die Künstler immer wieder gern in diesen Raum kommen. Und ich bin schon wirklich gespannt, wo diese Gebäude entstehen. Das schauen wir uns jetzt an. Angefangen hat alles mit einer kleinen Zimmerei im Jahr 1780, damals auch schon hier in Mollen. 25 Jahre später hat der Eigner schon 26 Gesellen beschäftigt. Das ist dann alles bis zum Zweiten Weltkrieg auch mehr oder weniger gut gegangen, einmal mehr, einmal weniger erfolgreich. Im Zweiten Weltkrieg ist dann mein Großvater leider gefallen, das Zimmereigewerbe wurde dann ruhend gemeldet und mein Vater hat dann Anfang der 60er Jahre wieder ganz von vorn anfangen dürfen und hat eben ein altes Sägewerk hier in Mollen wieder gepachtet und hat bis 2009 die Geschäftsführung inne gehabt und 2009 hat er mir die Firma übergeben und seitdem bin ich der Chef und er der Seniorchef und er ist immer noch eine sehr wichtige Stütze und die gute Seele bei uns im Betrieb. Ich bin jetzt im Herzstück des Betriebes, da, wo das Holz geschnitten wird, da, wo das Holz für die wunderschönen Traumhäuser entsteht. Und bei mir ist Anton Eigner, der hier vor 50 Jahren begonnen hat. Wie war das damals? Ja, ganz anders. Dieses Sägewerk, der Standort ist noch der gleiche, aber das war ein uraltes Sägewerk mit Maschinen, die man heute ins Museum stellen könnte. Das war damals der Beginn vor 50 Jahren. Und dann war da der Beginn herinnen und im Laufe der, ich glaube nach einem halben Jahr habe ich dann da in der Säge angehabt und dann einen zweiten Zimmerer dazu. Also im Frühjahr 1964 habe ich dann drei Leute gehabt. Egal wohin man da schaut, in Mollen, überall stehen eigene Häuser. Wie fühlst du dich da? Na, eigentlich ganz gut. Nur haben wir natürlich nicht alle Häuser gebaut. Es gibt da Mitbewerber, aber doch schon die meisten Häuser sind von uns. Und wir haben nicht nur in Mollen, sondern auch im Bereich ganz Oberösterreich und auch in den anderen Bundesländern Häuser und Dachstühle gebaut. Ein besonderer Ding in Mollen, was ich auf das ich stolz bin, ist der Kirchturm, den wir vor 10 Jahren neu gebaut haben. Das war was Besonderes. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich 4 Kirchtürme bauen durfte. Einen in Steinbach an der Steier, einen in Obergrünburg, einen in Leerstein und der letzte dann da in Mollen. Also der Gottessegen ist über diesem Werk offenbar? Scheinbar schon, ja. Ihr denkt aber in Generationen, ihr seid ja über 200 Jahre alt. Du hast jetzt schon übergeben. Ja, ich habe vor 4 Jahren dem Joachim übergeben. Er ist jetzt alleiniger Geschäftsführer. Ich bin in der Pension, da war nicht im Ruhestand. Ich arbeite, wenn ich mitmache, aber eher in der Tagesarbeit habe ich mich komplett zurückgezogen und tue nicht mehr das, was mich gefreut und das ist eigentlich nicht wenig. Der also, Oberkontroller? Nein, das würde ich nicht sagen. Aber ich schaue natürlich, gehe jeden Tag durch den Betrieb durch und wenn es was zum Sagen gibt, dann sage ich schon. Holz, das ist das eine. Und die Mitarbeiter, das ist das andere. Ihr habt 45 Mitarbeiter hier. Mir kommt vor, das ist wie eine große Familie. Ist das wirklich so? Ja, das ist auch so. Wir haben durch die Bank langjährige Mitarbeiter. Die Zimmerer haben eigentlich alle bei uns gelernt. Der Max ist einer der Ältesten. Er ist bei uns gelernt und ist mittlerweile 30 Jahre bei uns. Wir haben aber nicht nur Zimmerer, wir haben auch die Säger, die bei uns gelernt haben und dann auch im Büro die Mitarbeiter, die auch bei uns gelernt haben. Also, wir sind, wenn man so will, wirklich eine große Familie, die aber auch zusammenhält. Wie geht es in so einer Familie? Ja, manchmal auch. Ich muss sagen,
Das ist relativ, wenn man 30 Jahre in einer Firma ist, also gehört man wirklich schon fast dazu. Was hat er da gemacht? Die Feuchtigkeit haben wir da gerade gemessen. Wie schaut's aus? Wie haben wir da? Da haben wir genau 19,7. Ja, das passt. Er kontrolliert mich. Passt, weil Sommer ist. Vater und Sohn auf Betriebstour. Seid ihr oft gemeinsam unterwegs? Selbstverständlich gehen wir hier und da miteinander durch den Betrieb und besprechen die nächsten Investitionen und die aktuelle Lage, neueste Projekte. Gar keine Frage, ohne meinen Vater geht's nicht. Was ich weiß, muss er sich eh schon wieder verabschieden, weil er noch auf der Baustelle fahren muss. Ne? Ja, vor allem nur aktiv. Ja, dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wie war denn das eigentlich? Ist das in die Wiege gelegt worden, dass du quasi Nachfolger wirst? Selbstverständlich haben mich meine Eltern gleich von Kindesbeinen an darauf vorbereitet, dass ich einmal den Betrieb übernehmen soll. Und meine Eltern waren immer mein Vorbild natürlich. Ne? Das heißt natürlich auch, dass sie ihr Leben und ihr Lebensort und ihre Einstellung mich sehr stark geprägt hat. Machst du gern? Sehr gern, ja. Es ist wirklich, ich kann sagen, es ist wirklich mein Traumberuf und hat in den letzten 10 Jahren sehr gut funktioniert. Und ich freue mich auch schon auf die nächsten 30 Jahre. Wie ist das eigentlich mit dem Baustoff Holz für die Firma Aigner? Wie sind die Visionen? Also ich kann da sagen, Karl, ich bin schon glücklich und froh, wenn wir die Situation und den Marktanteil, den wir jetzt da bei uns in der Gegend haben, wenn wir den halten können und vielleicht nur festigen können. Es ist durchaus immer wieder spannend, neue Technologien auszuprobieren, wieder mal über den Tellerrand rauszublicken und auch vielleicht ein Projekt weiter weg zu verwirklichen. Aber wir fühlen uns da so wohl und solange wir uns da gebraucht werden von unseren Kunden, dann bleiben wir mit Sicherheit auch die Firma, die wir sind. Dann wünschen wir dir und allen Mitarbeitern alles Gute für die nächsten 50, ja, eigentlich 200 Jahre.